Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch Tipps gegen Mundgeruch. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort gibt es aber eher so ein bisschen privatere Einblicke von mir und meinem Hund und auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen als auch Outfit-Posts. Falls dich das interessiert, kannst du mich dort auch gerne auschecken. So Leute, heute geht es um einen anderen Selbstbewusstseinskiller und zwar um Mundgeruch. Und seien wir mal alle ehrlich, ja, jeder von uns hatte schon mal Mundgeruch. Ja, wenn du zum Beispiel krank im Bett liegst und morgens aufstehst, ja, oder mal fett Knofi gegessen hast, da hat jeder von uns schon mal Mundgeruch gehabt. Aber es ist natürlich total bescheiden, ja, wenn du zum Beispiel in einer Situation bist und mit einem Girl sprichst oder so und dann Mundgeruch hast. Also musst du natürlich wissen, wie du Mundgeruch loswirst bzw. erst gar keinen bekommst. Tipp Nummer 1. Achte darauf, was du isst. Ja, wenn du zum Beispiel abends noch ein Date mit einem Girl hast, ja, dann versuche am besten nicht einen Döner oder eine Gyros Pita mit doppelter Tzatziki zu futtern, ja, weil dann wird es abends vielleicht nicht mehr so ganz angenehm sein. Ich glaube, das würde das Girl dann auch wohl sagen. Versuche am besten einfach etwas Leichteres zu essen, dann bekommst du abends bei einem Date auch keine Probleme. Stell dir mal vor, du hast ein Date mit einem Supermodel, ja, und irgendwann kommt es dann dazu, dass du die küsst, ja, und dann, während du sie küsst, merkst du, dass sie am Mittag eine Gyros Pita mit doppelter Tzatziki gegessen hat. Alter, da wird mir der Mock schon direkt hochkommen, würde der Asitoni jetzt sagen. Ja, wie widerlich ist das denn bitte, ja? Egal wie heiß diese Braut ist, ja? Egal was für ein Fahrgestell die hat, was für Boobies, was für ein Ass, ey, völlig Latte, ja? Wenn du schmeckst, wenn du beim Küssen schmeckst, ja, was sie am Mittag gegessen hat, es ist einfach nur widerlich. Ja? Einfach darauf achten, was ihr esst, wenn ihr abends noch ein Date habt. Täglich Zahnseide benutzen. Ja Leute, ich bekomme es auch immer und immer wieder zu hören, ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr beim Zahnarzt seid. Ja, Daniel benutzt täglich Zahnseide. Ja, ich bin ehrlich, ich bekomme es auch nicht immer hin. Ja? Aber versucht einfach jeden Tag Zahnseide zu benutzen. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich einen Apfel esse oder wenn ich ein Steak esse, dann bleibt irgendwann mal ein bisschen was hängen, zum Beispiel vom Fruchtfleisch oder so. Und dann muss man auf jeden Fall Zahnseide benutzen. Aber man sollte bestenfalls natürlich tagtäglich Zahnseide benutzen. Und ich kriege das auch nicht ganz immer hin, ja. Aber da gebe ich einen kleinen Tipp an dieser Stelle. Versucht einfach, 3-4 Zahnseiden zu kaufen, ja, und die überall zu platzieren, dass ihr immer dran denkt. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Zahnseide und die habe ich überall versteckt, ja, einmal in der Laptoptasche, einmal in meinem Kulturbeutel, einmal in meinem Rucksack und immer, wenn ich die Zahnseide wieder sehe, fällt es mir ein, Daniel, du musst Zahnseide benutzen. Also versucht tagtäglich Zahnseide benutzen, das macht deinen Atem auch um einiges besser. Nicht rauchen. Ja, Leute, ich glaube, das ist wohl selbsterklärend, also wenn du rauchst, ja, dann hat dein Atem einfach, ja, was soll man sagen, ja, dann stinkst du einfach. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine Person geküsst hast, wenn du zum Beispiel nicht rauchst, ja, und du küsst eine Person, die raucht, ja, das ist wirklich nicht schön, ja. Anders kann man sich bezeichnen, das ist echt nicht geil, ja. Also ich glaube, das ist selbsterklärend, lasst die Glimmstängel weg, ist sowieso besser für eure Gesundheit und natürlich auch für euren Atem, also weg mit den Zigaretten. Eine elektrische Zahnbürste benutzen. Ja Leute, seitdem ich eine elektrische Zahnbürste benutze, kann ich mir ein Leben ohne elektrische Zahnbürste, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Vor kurzem hat mir noch ein Kollege zu mir gesagt, so hey, ich habe noch nie in meinem Leben mir meine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt. Und ich denke so, what? Dein Ernst, Alter? Also putzt eure Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste, das ist so viel angenehmer, als wenn ihr mit einer herkömmlichen Zahnbürste eure Zähne putzt. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin auf Reisen, habe ich persönlich keine elektrische Zahnbürste dabei. Dann nehme ich dann einfach eine herkömmliche Zahnbürste mit und ich freue mich dann immer schon riesig, wenn ich wieder zu Hause bin und mir meine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste putzen kann. Aktuell benutze ich die Pre-Smile Zahnbürste von Sonic Toothbrush, von denen auch das heutige Video gesponsert wird. Die Pre-Smile Zahnbürste von Sonic Toothbrush ist übrigens in einem coolen matten Schwarz und hat echt coole Features. Die Zahnbürste hat 5 verschiedene Funktionen. Einmal reinigen, aufhellen, entspannen, Massage und einen Power-Modus. Und eine elektrische Zahnbürste hat 3100 Bürstenbewegungen pro Minute. Das sind 100 Mal mehr als mit einer herkömmlichen Zahnbürste.
Und die Sonic Toothbrush ist auch übrigens sehr, sehr stylo, kommt in einem Mattschwarz. Es kommt zusätzlich noch eine coole Ladestation mit dabei. Man stellt die Zahnbürste einfach in das mitgelieferte Plastikglas und schon lädt die Zahnbürste mit USB. Also auch sehr, sehr clever, dass die Zahnbürste mit USB läuft. Also kann man die Zahnbürste überall laden. Und ich schwöre dir, wenn du ein einziges Mal eine elektrische Zahnbürste benutzt hast, willst du nie wieder ohne. So Leute, das Ganze soll sich natürlich auch hier wieder für euch lohnen. Ich verlose in diesem Video eine Sonic Toothbrush für euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, den YouTube-Kanal abonnieren, meinen Instagram-Kanal abonnieren und dieses Video mit weiße Zähne kommentieren. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Wenn du beim Gewinnspiel teilnehmen möchtest, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, meinen Instagram-Kanal abonnieren und dieses Video mit weiße Zähne kommentieren. Und schon bist du dabei. Das Gewinnspiel läuft 7 Tage. By the way, alle Links zu den Produkten aus diesem Video findest du natürlich selbstverständlich hier unten in der Infobox, als auch weitere Informationen zu der Zahnbürste von Presmile. Eine Zungenbürste benutzen. Ja Leute, die meisten Männer da draußen wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass es eine Zungenbürste überhaupt gibt. Also sei auf jeden Fall cleverer als die meisten Männer da draußen und investiere 1-2 Euro in eine Zungenbürste. Eine Zungenbürste kriegst du wirklich in jedem Drogeriemarkt, im Supermarkt nebenan oder auch auf Amazon. Kostet nicht viel und du kannst jeden Morgen deine Zunge damit der Zungenbürste putzen, entfernt Bakterien von deiner Zunge und gibt dir ein richtig nices Gefühl. Also investiere 1-2 Euro und du fühlst dich auf jeden Fall ein bisschen besser. Mundwasser benutzen. Ja Leute, ich glaube, das ist genauso eindeutig wie Zigaretten weglassen, dass du Mundwasser benutzen solltest, wenn du einen guten Atem haben möchtest. Einfach ein wenig Mundwasser ins Pinnchen reinmachen, in den Mund rein und ein wenig gurgeln. Wichtig dabei, dass du auf jeden Fall das Mundwasser ein paar Sekunden in deinem Mund lässt und nicht direkt wieder ausspuckst. Also ein bisschen Mundwasser in deinem Mund lassen, gurgeln, wieder ausspucken und ich schwöre dir, danach fühlt sich dein Atem an wie neu. Und egal welches Girl dich jetzt anspricht, ja, du fühlst dich 1000-mal besser. Wenn du darauf geachtet hast, was du gegessen hast, wenn du deine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt hast, wenn du Zahnseide benutzt hast, wenn du eine Zungenbürste benutzt hast und dann noch Mundwasser benutzt hast, dann bist du ready to rock, 100%. Viel Wasser trinken. Ja, ich weiß nicht, ob du selber schon mal gemerkt hast, wenn du über den Tag verteilt halt sehr, sehr wenig trinkst, ja, dann kann es halt dazu kommen, dass dein Atem, ja, ich würde mal sagen, stinkt, ja. Ohne Spaß, ich habe das auch selber oft schon mal gemerkt, wenn du zum Beispiel so viel zu tun hast am Tag und du trinkst einfach viel zu wenig, dann fühlt sich es im Mund einfach nicht mehr schön an und dann kann es einfach sein, dass du nachher Mundgeruch hast und stinkst, ja. Also versuch auf jeden Fall im Laufe des Tages viel Wasser zu trinken. Das ist nicht nur gut für deine Gesundheit, sondern auch für deinen Atem. Auch ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ich stelle mir zum Beispiel überall eine Flasche Wasser hin, ja, dass ich, wenn ich mal im Gedanken bin und die Flasche Wasser sehe, auf jeden Fall was trinke. Also zwing dich dazu, am Tag auf jeden Fall genug zu trinken. Kaugummis oder Pfefferminzbonbons? Ja Leute, ich bin so ein Typ, ich habe eigentlich überall Kaugummis oder Pfefferminzbonbons in jeder Tasche versteckt. Ja? Das Gute daran ist, wenn du zum Beispiel irgendwie Mittagessen bist und nicht die Möglichkeit hast, dir nach dem Mittagessen deine Zähne zu putzen, dann kannst du dir am besten einfach ein Kaugummi nehmen, reinschmeißen und dann fühlt sich dein Atem schon viel, viel besser an. Gibt dir nicht nur so ein persönliches, besseres Gefühl, sondern natürlich auch deinem Atem. Und ja, das Problem dabei ist, dass alle meine Kollegen ja immer wissen, dass ich Kaugummis oder Pfefferminzbonbons dabei habe. Das heißt, dass die Hälfte meiner Kaugummis und Pfefferminzbonbons auf jeden Fall nicht bei mir landet, sondern bei meinen Freunden. Aber ist kein Problem, denn ich glaube, nach dem Mittagessen oder wenn du was gegessen hast und nach einem Kaugummi einschmeißt, fühlst du dich einfach viel, viel besser. So Leute, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über eure Daumen. Denkt dran, jeder Daumen zählt. Und wenn du Bock hast, eine Zahnbürste von Presmile zu gewinnen, dann YouTube-Kanal abonnieren, Instagram-Kanal abonnieren und dieses Video mit weiße Zähne kommentieren. Also Leute, macht's gut, bis dahin, peace out.